Moin und herzlich willkommen zu Toyshire. Toyshire ist ja ein Tower Defense Game, was ich kürzlich erst entdeckt habe. Ein sehr niedliches, wohlgemerkt. Ich werde mit euch einfach mal ein neues Spiel starten. Also man hat gesehen, ich habe hier auch schon einen gewissen Fortschritt gemacht. Aber ich wollte das jetzt niemandem vorenthalten und dachte, ich zeige es einfach mal. Und von daher starten wir hier mal in ein neues Game rein. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber ist egal, komm. So. Gehen wir mal rein in Kevins Zimmer. Und dann werdet ihr gleich sehen, warum ich das erwähnenswert finde. Ist schon echt schick gemacht. School would never end today. Let's pick up where we left off. Soldier! So. Das ist halt der Standard, ne? Also ein kurzes Tutorial, wo einmal kurz die Steuerung erklärt wird, wie zum Beispiel hier die das Schwenken der Kamera. Kann man sich auch ein bisschen im Zimmer umgucken. Es gibt teilweise Sachen, mit denen man interagieren kann, aber nicht viel. Nicht viel. Also zumindest habe ich nicht viel entdeckt. So, jetzt haben wir eine gewisse Vorbereitungszeit von einer Minute. In der einen Minute können wir uns jetzt angucken, zum Beispiel, wo gehen Gegner lang und wie viele. Es ist welche Art und wie viele. Und wir können in der Zeit Türme aufstellen. Und das Besondere ist, im Gegensatz zu anderen Tower Defense Spielen, man kann auch nur in der Vorbereitungszeit Türme aufbauen. Und in der normalen Spielzeit, wo dann tatsächlich die Gegner auf einen zukommen, kann man trotzdem etwas machen. Zum einen die Türme aufwerten, wenn man genügend Punkte dann hat. Und man kann Soldaten losschicken. Aus diesem Zelt hier kommen unsere Soldaten. Und das Spielprinzip ist insofern anders. Wir haben wie gewöhnlich aus dieser Ecke kommend eben Gegner. Sobald die hier ankommen, machen sie Schaden. Beziehungsweise in dem Punkt hier sind das, sobald drei Gegner reinkommen, egal welche Art, es macht immer einen Punkt Schaden hier sozusagen. Und wenn die hier drei Punkte gemacht haben, haben halt die Gegner gewonnen. Wir gewinnen, indem wir entweder alle Wellen durchstehen. Es ist jetzt leider noch nicht zu sehen, wie viele es sind. Es ist immer unterschiedlich viele, aber in der Regel sind es so 7 bis 8. Also zumindest in den späteren Levels, die ich auch schon gemacht habe. Und genau, sollten wir die alle überstehen, ohne dass die Gegner hier 3 Punkte gemacht haben, haben wir halt gewonnen. Und das andere, die Besonderheit eben zu diesen anderen Spielen dieser Art ist, wir können unsere Soldaten, die wir hier rauskommen lassen, auch in die gegnerische Basis laufen lassen. Ne, entweder wir positionieren sie irgendwo zur Verteidigung oder wir schicken sie quasi in den Angriff. Und dann bekämpfen sie alles auf dem Weg dorthin. Und wenn 3 unserer Truppen reingelaufen sind, machen sie ebenfalls hier oben diese 3 Punkte und dann hat man auch gewonnen. So, bisher habe ich es aber nur einmal ausprobiert und ansonsten immer klassisch halt gespielt. Aber man hatte halt die Möglichkeit, die Truppen auch reinzuschicken.
So, dann. Na, also wie gesagt, normalerweise hat man 60 Sekunden Zeit. Und dann starten wir einfach mal. Ich lasse mal die normale Geschwindigkeit laufen. Ja, und da kommen hier ganz klassisch die Gegner raus. Und man sieht hier eben, man hat eine Auswahl von Soldaten, die man aufs Feld schickt. Komm her! Und da ist er. Und den können wir eben, ja, wie in einem normalen RTS quasi auch durch die Gegend schicken. Man sieht, es bleibt jetzt einmal hier stehen. Die haben sozusagen den Attack-Move-Befehl, wenn man sie irgendwo hinschickt. Das heißt, sie bewegen sich zwar, greifen unterwegs aber auch alles an, was sie unterwegs finden. So, jetzt haben wir nochmal 20 Sterne bekommen. Damit können wir zum Beispiel das Ding hier aufwerten. Es hat jetzt mehr Reichweite bekommen und es ist jetzt ein zweiter Soldat. Oben drin. So, was man nicht machen kann in der Vorbereitungszeit ist Soldaten losschicken. Das gibt immer nur während der Runde. Dafür, wie gesagt, kann man Türme nur bauen in der Vorbereitungszeit. So. Wir können hier drüben noch sehen ein paar Hinweise. Zum Beispiel da eben, dass wir aufwerten können. Und wir sehen hier auch neue Gegner, wie zum Beispiel hier der kleine Roboter. Der eben 30 Lebenspunkte hat, 6 Stärke und sich normal schnell bewegt. Ne, auch die haben in der Regel alle einen Attack-Move-Befehl, die Gegner. Das heißt, sie würden auch unsere Soldaten angreifen. So, man sieht schon, man bekommt nicht immer einen Stern für jeden getöteten Gegner. Es gibt immer eine Varianz von bis Sternen, die man bekommen kann. Die ist aber von Level zu Level unterschiedlich. So, machen wir es einfach mal so. Say hello to my little friend. Ich glaube, das ist... Achso, okay. Ja, man kann eben auch alle gleichzeitig bewegen, wenn man dann möchte. So. Und jetzt kommen große Roboter. Say hello to my little friend. Come on, my friends. I trust you. Und wir machen jetzt einfach mal... eine andere Formation. Und versuchen mal reinzugehen. Keine Ahnung, ob es klappt. Wahrscheinlich nicht. Vorher haben wir wahrscheinlich alle Gegner aus dem Weg geräumt. So, dann geht's in die nächste Stufe. Es gibt verschiedene Kapitel. Die Kapitel finden immer in unterschiedlichen Räumen statt, so wie jetzt hier zum Beispiel im Kinderzimmer, also Kevins Zimmer. Und dann gibt es zum Beispiel noch ein Level in der Küche, ein Level im Badezimmer und ein Level draußen. Ob es noch mehr gibt, weiß ich nicht. These cookies are delicious. Das sind auf jeden Fall die Kapitel, die ich schon mal gespielt habe. So, was machen wir jetzt? Wir machen den mal nach hinten.
We need you, little one. Dann setzen wir mal zwei Kanonen nach vorne. It fits here very well. Okay, aufwerten können wir noch nichts. Aber wir haben neue Truppen. Die Scharfschützen zum Beispiel sind mega. Die bewegen sich zwar sehr langsam, wie man sieht, weil sie eben kriechen, aber sie haben eine enorme Reichweite im Vergleich zu den anderen und auch einen hohen Schaden. Hohen Einzelschaden wohlgemerkt. Ne? Also hier gibt es ja zum Beispiel noch einen Granatwerfer. Der macht natürlich Flächenschaden. So, jetzt kommt zum ersten Mal Fliegende. Da können wir aber... Na, können wir noch nicht. Normalerweise hat man auch die Möglichkeit, seinen Truppen sozusagen eine Priorität zu geben, was sie angreifen sollen. Die können zum Beispiel nur Bodeneinheiten angreifen, aber die können beides angreifen. Oha. Ersten Trooper verloren. I was looking for you. Come here. Come here. Das war so natürlich nicht geplant. Spinnenroboter. Die sind, glaube ich, einfach nur besonders schnell. Dann gucken wir mal, dass wir die 12, glaube ich, zusammenkriegen. Genau, um das Ding noch einmal aufzuwerten, damit da noch ein zweiter Soldat reinkommt. Das ist schon enorm, wo die auch schon mitschießen. Was ich gar nicht weiß, ist, ob man den selber hätte schon umschmeißen können. Keine Ahnung. Ist der jetzt nutzlos? Weiß ich gar nicht. Und wenn sich da noch was hochbewegt, dann wahrscheinlich nicht. So, zwei Wellen noch. Thank you.
können das Ganze natürlich auch nochmal schneller laufen lassen. Im Grunde läuft natürlich das ganze Spiel nachher so ab wie bei fast jedem Tower Defense. Die kam jetzt gefährlich nah ran. So, das war's wieder. Oh, da ist die Katze. Mit der kann man interagieren. Hätte ich fast vergessen. Es gibt einen Erfolg bei Steam. No, that sound couldn't have come from this. Ich weiß gar nicht, kann man hier auch nochmal mit dir interagieren? Scheinbar nicht. So, wir werden... We need you, little one. Das Ding mal dahin platzieren. I need you. Das Ding dahin. Dann das Here you are. Hier hin. Come here. I was looking for you. Und die da. So. Und dann beschleunigen wir mal wieder. I was looking for you. Machen wir jetzt mal alles ein bisschen schneller. How about this? Jetzt kann man also die Prioritäten setzen. Ich setze die beiden mal hier auf Flieger. I was looking for you. Gefährlich mal ran. Sehr gefährlich. How about Das wird jetzt natürlich mega gefährlich hier mit den beiden. Oh, die wollen außen rum, okay.
was looking for you. So, Welle 7. Von 7. Soldaten verloren. Oops. So, jetzt kommt die Besonderheit bei jedem dritten Level. Ein Bossgegner. Das kann man auch nicht beschleunigen. Faster, faster! Everything was fine before you guys came. I was looking for you. Get over here! I've been waiting for this moment for years. Get over here! It's been a long time since we played together, isn't it, Kevin? Ja, leider schnappte sich so nach und nach meine ganzen Soldaten. Attack my friends! Come here! Get over here. Come here. Is this all you can do? I'll break them into pieces. Here you go. I trust you. Good thing for me. Get over here. I started to rust in the box, Kevin. Beim ersten Mal ging das ohne Probleme. So kann man es auch machen. Ja, und das ist Toyshire. Jetzt geht's ins nächste Level, ins Badezimmer. Aber ich denke, wenn wir da auch noch reingucken wollen, dann wird das eine weitere Folge. Ja, bis dahin sagt mir gerne, was ihr von dem Spiel haltet. Also ich finde es wirklich putzig gemacht. Und ja, ich werde auf jeden Fall nochmal die ganzen Level durchspielen. Und vielleicht noch ein bisschen was anders machen als die anderen Male. Also, die ersten Level wirken alle sehr einfach. Aber im späteren Verlauf ist da schon ein bisschen mehr hinter noch. Genau. Auch die weiteren Bossgegner, die haben natürlich alle so ihre Besonderheiten. Und jetzt gehen wir erstmal ins Menü zurück. Thank you.
Ja, und natürlich auch die ganzen Gegnertypen, die dann noch kommen, die alle so ihre Besonderheiten haben. Ob das jetzt besonders schnelle sind, ob das welche sind, die auch Fernkampf haben. All dies kommt in diesem Spiel noch in den weiteren Levels. Und wenn ihr mögt, shoppt gerne wieder rein oder holt euch das Game einfach bei Steam. Ich weiß den Preis jetzt gerade nicht. Es war nicht besonders teuer. Shop-Seite gehe, dann kommt wahrscheinlich gleich zusätzlicher Sound. Okay. Genau, das liegt aktuell bei 8,77 Euro im Angebot, ansonsten 9,75 Euro, da kann man nicht viel falsch machen. Genau, holt euch das Spiel gerne oder schaut gerne auch wieder rein, wenn ich hier weitermache. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.